So Leute, und zwar herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roblox von Adopt Me. Und zwar ist jetzt zurzeit dieses Easter Special. Und da habe ich schon ein bisschen reingegroovt und reingespielt und ich wollte euch mal ein bisschen auf den Laufenden halten. Und zwar gibt es jetzt erstmal so ein Easter Special Event. Aha, es geht natürlich um die Eier. Und hier kannst du Eier kaufen mit Robux, 480, 140 bis 23.000. Und dann kannst du mit den Eiern verschiedene Sachen kaufen. Und zwar, du kannst hier einmal eine Karotte kaufen für 1850 Eggs. Dann kannst du hier einen Spring Bunny, einen Hasen kaufen, der springt. Dann kannst du hier eine Karotte, nochmal eine Karotte und ein Kinderwagen, wo du in so einen Eierform quasi. Das kostet 2250 Eck. Natürlich gibt es wieder Specials. Specials wie den Brown Springer Spaniel. Der kostet 3000 Ecks. Natürlich hole ich mir den. Dann haben wir hier Eggbird. Mit dem kann man reden. Ah, er ist zurück wieder zum Adoption Island, sagt er. Und er hat jetzt das beste Platz auf der ganzen Erde jetzt hier. Und die ganzen Freunde helfen ihm, die Eier zu finden. Ja. Und genau. Und wir sollen ihm helfen, die Eier zu finden. Und dann kann man noch die Pets stylen, also die Tiere stylen von ihm. Und genau, Spring is spinning, spinning are spinning, but the sugar is gliding. Dann haben wir hier, meine Lieben, und zwar für Pet Zuckerglider für 500 Robux und hier den Black Springer Special auch für 3000. Ja? Ja. Und hier gibt es dann natürlich den, also wo man, wo ihr dann quasi die Pets nochmal aufrüsten könnt, hier mit so Hasenohren für 1500 Ecks, dann hier die Schuhe für 750 Ecks, dann ein schöner Schnauzer für 1000 Ecks und den Ostereierkorb für 1750 Ecks. Natürlich bin ich geneigt, das wieder alles zu sammeln mit euch und ja, einfach daran Spaß zu haben. Aber jetzt ist die Frage, wie bekommt ihr diese Eier? Und zwar haben wir hier ja diese Taskboard, was ich ja auch noch machen muss. Und immer nach den 4 Minuten oder nach den 10 Minuten quasi hast du die Eier gesammelt. Oder beziehungsweise erneuern sich die Eiern. Und ja, ich zeige euch mal so ein bisschen, wie das geht. Und zwar gibt es hier oben ein Ei. Das kann ich jetzt aber nicht holen, weil ich mich da umordnen muss zum Parent. Ich spiele ja immer gerne so, damit ich doppelt und dreifach alles abkassiere. Und ich möchte eigentlich das Ei. Hier war ein Ei. Dann beim Hot Spring gibt es auch noch mal ein paar Eier. Und dann gehen wir einfach mal ein bisschen rum und tun die Eier einsammeln. Und schauen mal, was da passiert. Genau. Hot Spring. Genau. Und wie gesagt, du kriegst pro Ei, kriegst du, oder pro gesammelten Ei kriegst du 10. Ich hätte es ein bisschen höher gemacht, vielleicht auf 15 oder gar auf 20, weil man da schon ein bisschen beschäftigt ist. Aber ohne Fleiß kein Preis. Und da oben habe ich das auch noch nicht gesehen. Das sehe ich jetzt auch das erste Mal, dass da auch noch eines ist. Da ist es gut, weil ich spiele ja schon, ihr seht ja schon 1190 Eiern. Und wenn du weißt, wo die Eier sind, dann kannst du einfach mal so ein Spaziergängle machen und kannst die Eier dann einsammeln. Es gibt auch Eier, die ganz gut oder relativ gut versteckt sind, die du dann siehst, wenn du halt den Ride hast oder die Fly Potion. Oder du gehst einfach so wie ich hier hoch. Ja, gehst einmal hier rüber und dann hast du es auch. Und dann springe ich immer hier runter, schwimme einmal und dann geht's los zum Zelten. Ansonsten, ne, wünsche ich euch von mir einfach ein schönes. Schöne Ostern, schöne Feiertage. Ihr werdet wahrscheinlich auch in meinem Kanal ein bisschen jetzt wieder mehr sehen, weil ich auch einfach jetzt mehr wieder Zeit habe, so das Bild vorzubereiten und ich einfach mir auch Zeit habe genommen, habe einfach, ja, mich so ein bisschen zurückzuziehen und einfach für mich da zu sein. Oh, da war schon jemand, der den Spring, habt ihr das gesehen?
Der eine hat schon ein Black Spider-Ding, also es war, der eine war schon recht fleißig. Und genau, von daher werdet ihr da so ein bisschen was sehen. Auch vielleicht ein neues Game. Es gibt auch ein richtig schönes Game jetzt und ansonsten spielen wir unsere Sachen. Wie Bus-Simulator und leveln uns da ein bisschen ab. Und genau, hier oben ist noch ein Ei. So. Dann gibt es hier links auf der Brücke noch ein Ei. Und natürlich haben wir jetzt hier eine Minute noch, aber wir werden jetzt nicht alle Eier finden, also nicht alle Eier einsammeln können. Ich weiß nicht, ob es einen Bonus gibt, wenn du alle Eier in deinen 10 Minuten ein- oder gefunden hast, das weiß ich nicht. Aber genau, hier war auch noch irgendwo ein Ei immer, aber hier gibt es jetzt kein Ei mehr. Ah, das habe ich schon vorher eingesammelt, wahrscheinlich. Genau, normalerweise gibt es dann auch hier ein Ei, also hier gibt es ein Ei immer. Dann gibt es hier oben noch ein Ei, hier unten noch ein Ei. Dann gibt es hier bei dem Shop noch ein Ei. Und, das kann man auch kaufen übrigens. Und zwar eine Egg Delivery Machine für 5000 Eggs. Also auch richtig, richtig gut. Und genau. Hier habt ihr noch ein Ei. Da vorne habt ihr noch ein Ei. Hier habt ihr noch ein Ei. Hier habt ihr sogar zwei Eier und da hinten noch ein Ei. Und eins. Genau. Von daher wird euch nicht langweilig. Es gibt auch sogar, glaube ich, hinter der Schule noch ein Ei. Hier gibt es noch ein Ei. Zack. Und da gibt es noch ein Ei. Und also, die Eier sind überall auf der Map verkauft. Hingelegt. Aber du findest sie immer an derselben Stelle. Und genau. Hier seht ihr das, ja. Und dann seht ihr, ich kann wieder das einsammeln. Zack. Und dann geht es halt weiter. Und dann könnt ihr die Eier wieder von vorne einsammeln. Ja, genau. Das ist so das Spielprinzip. Hier ist auch noch ein Ei versteckt. Hier an der schönen, am schönen Steinstrand auf jeden Fall. Und was auch noch die Sache ist, dass morgen wieder der Stranded oder in 7 Stunden hier, so ein Strand wieder kommt für einen Tag und damit könnt ihr dann auch wieder Sachen auch holen und spezialisieren quasi. Da gibt es ja diesen in diesem Fluss, geht es dann einfach runter und da hinten seht ihr das schon. Danach gehen wir zur Schule. Oder wartet mal, wir gehen mal ganz schnell noch diese Runde. Dann seht ihr, wo die Eier tatsächlich dann liegen. Also hier oben habt ihr noch ein Ei. Und da hinten gibt es noch ein Ei. Und genau. Man ist schon, muss ich euch sagen, viel am Beschäftigen. Also man muss schon viel jetzt laufen und die Sachen erledigen, um die Eier zu suchen. Also du bist schon ein bisschen mehr beschäftigt als sonst. Aber es macht einen Heiden Spaß. Und das ist so das Wichtigste. Genau. Einfach das aufzuleveln, zu was zu machen, was, und du bekommst dann auch was dafür. Das ist doch einfach schön und genau. Finde ich ein sehr, sehr gutes Spiel und ist sehr, sehr schön gemacht. So, wir gehen in die Schule und wir sehen und hören uns dann in der nächsten Folge von The Dorp Me. Und lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar, wenn euch das Ganze gefällt. Und bis dahin, euer Gravel Dennis. Ciao!